Herzlich willkommen. Hansa-Fan zu sein hat lange nicht mehr so viel Spaß gemacht wie zurzeit. Die Mannschaft hat nach dem Wiederaufstieg in die zweite Liga recht problemlos die Klasse gehalten. Wirtschaftlich steht Hansa gut da und die Stadien sind wieder voll. Kein Wunder also, dass die Charmoffensive von Hansa heute beim Familientag auf viel Gegenliebe stieß. Die Hansa-Spieler auf Tuchfühlung mit ihren Fans. Tausende sind es, die sich schon früh vor der Westtribüne des Stadions tummeln. Es ist Hansa-Fan- und Familientag, endlich, nach 2 Jahren Corona-Zwangspause. Mittendrin Judy aus Lahlendorf, die hat ihren jüngeren Bruder und ihre komplette Fanausstattung mitgebracht. Also ich bin ein großer Hansa-Fan, dadurch habe ich mein T-Shirt mitgenommen und meinen Schal. Und dann haben wir vorhin das auch bekommen und dann habe ich mir noch ein Trikot geholt von vorhin. Also als erstes habe ich einen Schal bekommen, dann habe ich noch eine Fahne bekommen und dann habe ich noch ein Trikot bekommen. Genau, die Fahne haben wir beide zu Hause und die haben wir vergessen mitzunehmen. Und den Schal habe ich heute auch schön aus dem Fenster gehalten, wo wir hierher gekommen sind. Das aktuelle Teamplakat für die Autogrammjäger. Wer alle Unterschriften ergattern will, braucht Geduld. Judy lässt sich gleich noch ihre Schuhe signieren. Da bist du ganz stolz, ne? Ich möchte das unbedingt meinem Klassenkameraden zeigen, dass ich mit Schuhe da dann reinkomme und dass sie unterschrieben sind. Das ist auch ganz wichtig. Deswegen habe ich die heute auch an. Und mit denen will sie dann auch gleich treffen. Entweder in der Mitte oder ganz unten. So viele wie möglich mit voller Power da runterschießen und dann hoffentlich fallen so viele wie möglich um. Ne? Ich hatte keine Kraft im Fuß, war der falsche Fuß heute. Tut auch ein bisschen weh hier. Bis zum Mittag sollen schon an die 10.000 Autogrammjäger rund ums Stadion unterwegs gewesen sein. Ja, ist ja schön, gerade nach Corona, wenn man 2 Jahre nichts davon hatte. Ich glaube, für die Fans ist schön, für uns Spieler ist auch wieder schön. Ist mal wieder was Neues. Man kennt es gar nicht mehr so. Es ist schön, unter Menschen zu sein einfach. Viel Glück dir, danke dir. Hallo. Ja, natürlich immer toll, ne, wenn man sieht, dass da auch große Hansa-Fans schon hinterstecken in dem jungen Alter. Das freut einen immer noch mehr natürlich. Ne? Restlos ausverkauft die Fahrten im Mannschaftsbus. Ich möchte beim Verhof sitzen. Und wo ihr Idol normalerweise Platz nimmt, das wissen die beiden ganz genau. Weil das unsere Lieblingsspieler sind und das sind dadurch die besten Spieler aus der Mannschaft. Eines darf am Fan- und Familientag natürlich nicht fehlen. Im Stadion sitzen und die Mannschaft anfeuern. Und da es ein Testspiel ist gegen eine Auswahl von Amateuren, ist der 6:2-Sieg am heutigen Tag gesichert.